Wenn du nur zufällig in der falschen Art von Umgebung bist, können dich negative Dinge treffen. Im Leben immer an der richtigen Stelle zu landen, ist ein gewisses Talent. Glaub nicht, dass es Glück ist. In the spiritual traditions. In any spiritual tradition. Always. In den spirituellen Traditionen, in vielen spirituellen Traditionen, Sangha oder Gemeinschaft oder in der richtigen Art von Gesellschaft zu sein, war immer ein sehr wichtiger Teil des eigenen Wachstums. Because rarely are there human beings. Just a small percentage. Denn es gibt nur einen sehr kleinen Prozentsatz von Menschen, die unabhängig davon, wo sie sich befinden, trotzdem auf Kurs bleiben. Alle anderen Menschen brauchen Unterstützung. Wenn sie nicht in der richtigen Gesellschaft sind, ist die Chance sehr gering, dass sie die richtigen Dinge tun. That's a reality. Leider ist das eine Realität. Das ist nicht unbedingt ein Unglück, denn das bedeutet, dass sie offen für Beeinflussung sind. They are open to influence. It is the responsibility. Es liegt in der Verantwortung des sozialen Gefüges, die richtige Atmosphäre zu schaffen, for every individual, damit jeder Einzelne zu dem heranwachsen kann, was für den Einzelnen und für alle anderen um ihn herum schön ist. Aber nicht immer oder selten gehen Gesellschaften mit dieser Verantwortung im richtigen Sinne um. In the right sense. Weil man Gesellschaften nicht lässt. Societies are not led. Gesellschaften dürfen eine Metamorphose durchlaufen. Go through a metamorphosis. Depending upon what is the influence in that direction it grows. Je nachdem, was der Einfluss ist, wächst sie in diese Richtung. I don't know, I still don't want to believe it. Ich weiß es nicht, ich will es immer noch nicht glauben. Sie sagen mir, dass über 80% der Inhalte im Internet Pornografie sind. Ich will immer noch nicht glauben, dass das möglich ist. Aber Leute, die sich auskennen, sagen mir, Sadhguru, so ist es. That's a sick world. Das ist eine kranke Welt. 80% ist eine kranke Welt, keine gesunde Welt. Also, unter der richtigen Art von Einfluss zu stehen, einem Einfluss, der dich in Richtung deiner ultimativen Wahrheit nähert. Your ultimate truth. An influence. Einem Einfluss, der dir den nötigen Mut und die Kraft gibt, den Weg der Integrität zu gehen. Denn mit einem schwachen Sinn für Integrität wird niemand jemals spirituell sein. Und das muss verstanden werden. Damit schlimme Dinge dich treffen, müssen sie nicht unbedingt auf dich gerichtet sein. It need not necessarily be aimed at you. If you just happen to be. Wenn du nur zufällig in der falschen Art von Umgebung bist, negative things can hit you. Können dich negative Dinge treffen. That reminds me. Das erinnert mich. Two terrorists.
Zwei Terroristen bereiteten Briefbomben vor, Postbomben. Nachdem sie einige gemacht hatten, fragte der eine den anderen, hast du genug gefüllt? Meinst du, wir haben genug C4 in die Umschläge gefüllt? Der andere sagte, warum machst du nicht einen auf und siehst nach? Er sagte, oh, er wird explodieren, wenn ich ihn öffne. Er sagte, du Dummkopf, er ist nicht einmal an dich adressiert. Er muss nicht an dich gerichtet sein. Wenn du die falsche Dose öffnest, fliegt sie dir um die Ohren. Das ist so in der Welt. Das ist so in dir. In deinem Kopf gibt es viele Fächer. Wenn du das falsche Fach öffnest, krabbeln Würmer heraus. Du öffnest ein anderes Fach, Duft wird herauskommen. Hast du das selbst bemerkt? Hast du es selbst in dir bemerkt? Wenn du einen bestimmten Teil deines Geistes öffnest, wird Schmutz herauskommen. Wenn du einen anderen Teil deines Geistes öffnest, wird Duft herauskommen. Hast du es nicht bemerkt? Bewusst genug zu sein, in der richtigen Gesellschaft zu sein, damit Schmutz nicht geduldet wird, damit du dich für den Duft öffnest, nicht den Schmutz, ist ein wichtiger Teil deines eigenen Wachstums. Denn du musst nicht in der Gosse nach Schmutz suchen. Es ist genug in deinem Kopf, nicht wahr? Es ist einfach so, dass es an jedem Ort genug Müll gibt. Es gibt auch genug Müll im Ashram, wo so viele Menschen leben. Ich bin sicher, es gibt genug Schmutz. Aber wir sitzen hier mit schöner Brise und Duft. Wir setzen uns nicht dorthin, wo es Schmutz gibt. Das Gleiche gilt für dein Inneres. Innerhalb der Geografie deines Körpers gibt es Schmutz und Duft. Welchen Teil du für dich und alle um dich herum öffnest, das ist die große Frage. Das erfordert ein gewisses Maß an Bewusstsein und ein bestimmtes Umfeld. Deshalb Satsang, um in der Gesellschaft der Wahrheit zu sein. Sehr wichtig. Wenn du den Ashram, das Gelände des Ashrams, abgehst, muss es mindestens 8 oder 10 sehr schmutzige Tanks geben. Diese werden Klärgruben genannt, voll mit Fäkalien. Wenn du dich jeden Tag dorthin setzt, wirst du natürlicherweise zu dem Schluss kommen, dass das Isha Yoga Center der schmutzigste Ort auf dem Planeten ist. Wenn du hineinfällst, ist Isha Yoga die schrecklichste Erfahrung in deinem Leben. Aber du sollst nicht in jene Grube fallen. Du sollst in diese Grube fallen. But you got the geography wrong. Aber du hast die Geografie falsch verstanden. Because you have a wrong history. Weil du eine falsche Geschichte hast. Your karma is your history, isn't it? Dein Karma ist deine Geschichte, nicht wahr? Shankaran Pillai beschloss, ein Räuber zu werden, weil keines seiner Geschäfte funktionierte. Niemand gab ihm einen Job. Also beschloss er, dass er jemanden ausrauben würde. Also besorgte er sich eine landestypische Waffe. Spät in der Nacht betrat er einen 7-Eleven-Laden, richtete die Waffe auf den dort anwesenden Verkäufer und sagte, give me the money or your geography. Gib mir das Geld oder du bist Geografie. Der Verkäufer sagte, nun, was du meinst, ist Geschichte, nicht wahr? Halt die Klappe, versuch nicht, das Thema zu wechseln. Nein, wir sprechen nicht über verschiedene Themen. Es gibt nur ein Thema und das bist du. Aber du kannst entweder in diese oder in jene Grube fallen. Das wird deine Erfahrung des Lebens sein. Um also an der richtigen Stelle zu landen,
braucht es ein gewisses Talent. Du musst da hineinwachsen, du musst da hineinreifen. Du weißt immer, wie du am richtigen Platz landest. In gewisser Weise bedeutet Satsang genau das, Gemeinschaft mit der Wahrheit. Oder du baust ein Gebäude, eine Beziehung zur Wahrheit auf. Wenn du in Gesellschaft der Wahrheit bist, ist dein Inneres angenehm. Wenn dein Inneres angenehm ist, kommen natürlicherweise angenehme Dinge auf dich zu. Und du wirst auch eine Tendenz haben, dich auf angenehme Dinge zuzubewegen. Wenn du dein Inneres unangenehm gestaltest, wirst du unangenehme Dinge anziehen und dich auch auf unangenehme Dinge zubewegen. Wenn du im Ashram eine Depression bekommst, wohin gehst du dann und setzt dich? Aber schwimm nicht in der Klärgrube, weil du schlechte Laune hast. Aber in der Regel ist das die Tendenz. Wenn du schlecht gelaunt bist, wirst du dir 5 andere Menschen suchen, die ebenfalls schlecht gelaunt sind. Nein, nein, wenn du schlechte Laune hast, musst du 5 Leute suchen, die gute Laune haben, nicht wahr? Nein, nein, aber das ist nicht der Weg. Wenn du schlecht gelaunt bist, suchst du dir 5 andere Menschen, die in der gleichen Stimmung sind, nicht wahr? Das ist genau so, als würde man in der Klärgrube baden gehen, weil man deprimiert ist. Falsche Art, mit dem Leben umzugehen, das ist alles. Ich sage nicht, dass du es nicht tun sollst. Nur nicht zu deinen Gunsten, das ist alles. Es ist nur so, dass du so selbstgenügsam geworden bist, du brauchst keine Feinde mehr in deinem Leben. Das ist eine Menge Selbstgenügsamkeit. Also, der spirituelle Prozess ist eine andere Sache. Die physiologische Sauberkeit und die psychologische Sauberkeit zu bewahren, ist das Wichtigste. Andernfalls wird die Spiritualität ein Kampf sein. Es wird nicht sein wie, du weißt, der Duft einer Jasmin in der Frühlingsbrise. Nein, es wird eine schwierige Aufgabe sein, ein Kampf, die ganze Zeit ein Kampf. Viele Menschen erleben ihr Leben, insbesondere ihr spirituelles Leben, als einen Kampf, weil sie keine grundlegende Disziplin in Bezug auf die Geografie ihres Körpers und die Geografie ihres psychologischen Raumes aufrechterhalten. Wenn diese beiden Dinge nicht beherrscht werden, wird alles ein Kampf sein. Nun, zufälligerweise behauptest du, spirituell zu sein, also wird auch das ein Kampf sein. Nur so kann das Leben sein. Also, Satsang bedeutet, sich mit der Wahrheit anzufreunden. Wahrheit ist dein Freund, nicht Unwahrheit. Du beginnst auf derjenigen Ebene der Wahrheit, die du kennst. Du musst nicht bei der ultimativen Wahrheit anfangen, das kannst du nicht. Wie auch immer du die Wahrheit verstehst, du beginnst damit. Du verstehst unter Wahrheit, sagen wir mal, die Wahrheit zu sprechen. Bitte fang damit an. Du verstehst Wahrheit als freundlich zu allem zu sein, was dich umgibt. Du fängst damit an. Wie auch immer du Wahrheit verstehst, du beginnst damit und siehst, wie du jeden Tag einen Schritt machen kannst.